Box oder was? Okay, die holen ich aber dann jetzt hier die Box. Mit der Box muss ich bis dahin kommen. Okay. Die erste Verbindung ist definitiv klar, weil sonst rostet mich der Laser. Damit ist auch klar, dass das erste Mal der grüne Raum sein wird. Da ich die Kiste hier brauche. Aber jetzt bringt mir die Kiste hier nichts, also muss ich hier. Aber der Raum müsste doch resettet werden. Warum wird denn der Raum nicht resettet? Ach so. Okay. Nee, ich verstehe. So. Tschüss, liebe Kiste. Nein! Oh Gott. Das ist komplizierter, als man denkt. Hey, Lucy hier. Fast die Hälfte geschafft, ja. Oh nee, 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 nee. Was meint ihr denn Sehe ich gar jetzt? nicht ein. Oh Mann, hey, oh. Das war nicht smart. Aber ist okay. Ich verstehe die Mechanik von dem Grün noch nicht so ganz. Warte mal, ich kann mal eben kurz üben. Okay, dann wechsle ich einfach so das Ding und dann wechsle ich so das Ding. Okay, gut. Klappt doch. Also eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz easy. So. Ja, Lucy Top gibt's nicht mehr. Wo weißt du, dass ich das jetzt als nächstes sagen wollte? Schon über 500 Stunden mitzuguckt und über 15.000 imperiale Credits. Danke, Lucy. Danke für alles. So, zieh mal die Kiste hier rüber. Warum ist denn das so schwer hier auf einmal? Ey, das war, hat doch so entspannt angefangen, das Game. Ich weiß es. Auch noch ist ganz gut. Ach so, das ist dann nicht auf Zeit, sondern das ist erst, wenn ich das loslasse. Okay, das ist gut zu wissen. Oh.
ich das denn jetzt? Jetzt verliere ich sowieso einen von den beiden. Dann lieber die Kiste verlieren, ne? Achso, jetzt habe ich die Kiste. So, jetzt lassen wir die Kiste resetten. Zack. Und jetzt muss ich überlegen. Klar, jetzt schiebe ich die Kiste da hoch, dann fliegt die hoch. Dann bringt mir das aber nichts, weil ich nicht mehr hochkomme. Wegen dem blöden Laser. Jetzt habe ich diese Tür benutzt, dummerweise. Ja, genau deswegen. Weil anders komme ich ja nicht von oben nach unten. Gibt es eine Möglichkeit, die Kiste zu resetten? Ja, gibt es. Aber so bleibt der Hebel nicht umgelegt. Das bringt mir also nichts. Okay. Also, wenn ich resette, muss der Hebel umgelegt sein. Der muss auch umgelegt bleiben. Das heißt, mir alles nix. Boah, das ist ein Rätsel hier. Knackig, knackig. Jetzt resette ich die Kiste, sodass die wieder oben ist. Sobald ich jetzt aber durch die Tür gehe, habe ich die Tür verbraucht. Was ja auch okay ist. So, und wenn ich das jetzt wechsle, dann wird alles resettet, was nicht an diesem Ding angeschlossen ist. Also auch die Kiste. Dann ist die Kiste wieder unten, richtig? Ja, so wäre die Kiste wieder unten. Das heißt, ich gehe jetzt hier durch. Dann mache ich das so. Jetzt bleibt die Kiste oben und ich kann wieder einmal durchgehen. Wenn ich jetzt aber einmal durchgegangen bin, Scheiß, geht's wieder unten. Für die Krise. Aber ich muss ja den Laser auch irgendwie auskriegen, weil ich komme mal nicht nach ganz oben. Okay. Kiste nehmen, rüberziehen. Hochspringen, hochspringen, Hebel umlegen. Ganze Ding resetten, indem ich nach oben gehe. So, Test. Ohne Kiste komme ich ja nicht hoch. Aber mit Kiste komme ich auch nicht hoch. Das heißt, ich muss das Bounce-Ding benutzen. Wenn ich das Bounce-Ding benutzen muss, muss ich den Laser irgendwie ausbekommen, beziehungsweise die Kiste vor den Laser bekommen. Jetzt ist nur die Frage, wie bekomme ich das, die Kiste denn vor den Laser? Hä? Ich bin verwirrt.
so auf jeden Fall nicht. Ich bin offiziell verwirrt. Also, das ist Bounce Ding an. Aber ich muss doch den Laser irgendwie auskriegen, sonst komme ich ja gar nicht voran. Oder übersehe ich irgendwo einen Raum? Übersehe ich irgendwas? Ja, das ist auch mega cool. Aber jetzt komme ich gerade irgendwie nicht weiter. Weil ich komme doch auch gar nicht hoch. Ich weiß halt nicht, wie ich zurückkomme. Muss ich mit der Kiste gleichzeitig hochspringen? Das glaube ich aber nicht. So, jetzt muss ich mich saven, damit ich nicht resettet werde. So, jetzt brauche ich die Box, um den Hebel ak zu aktivieren, damit ich überhaupt irgendwas hochbekomme. Das ist klar. So, jetzt muss ich die Box wieder nach hier hinbringen. Die Box resetten. Nee, die Box ist vor mir oben. Wird alles resettet, wenn ich sterbe? Ich werde gerade schon müde und du streamst, seitdem ich aufgestanden bin und scheinst noch voll dabei zu sein. Ja, es ist halt auch echt einfach cool. Also ich habe schöne Spiele heute hier. Okay, nächster Versuch, weil was passiert, wenn ich einfach sterbe und aber in dem Raum alles so bleiben soll, wie es ist. Hier bleibt alles so, wie es ist. So, mal gucken. Dann wollen wir doch mal ja, hier durchziehen, bitte. So, und hochspringen. Jetzt zack. So. Jetzt wieder durchschieben. Jetzt wieder die Kiste resetten. So, jetzt hier wieder durchgehen. Jetzt die Kiste hochschieben. Jetzt bleibt alles so, wie es ist. Und ich sterbe. Jetzt geht es ja aus. Das ist ja doof. Ich check das Rätsel nicht. Musst du irgendwas übersehen? Also, vielleicht kann ich schütteln oder so machen oder keine Ahnung.
wette mit euch, es ist total einfach und ich komme einfach nur nicht. Ach, jetzt habe ich mich sorry. Ja. Gut. Sag da mal nicht zu. Ich wäre nach 12 Stunden durch mit dem. Och, das weiß man nicht. Du hast es noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt auch mein erster. Wo bin ich denn überhaupt? Da bin ich. So lange habe ich auch noch nicht gestreamt. Ich mache ab und zu schön Pause. Dann klappt das schon. Beziehungsweise bis jetzt habe ich nach jedem Game einmal Pause gemacht. Und das hat ganz gut geklappt. Holen wir jetzt erst das Stromding oder holen wir erst das für den Gameboy? Na, wir holen erst das Stromding. Energies machen das. Ich habe noch keinen einzigen getrunken. Tatsache, ich habe einen hier. Ich hab Energies hier stehen. Aber getrunken habe ich noch keinen. So, oh, ich dachte, ich komme ganz hoch. Okay. Ich habe zwei Boxen, die ich holen muss. Okay, und wir erstmal diese hier. Dafür brauche ich den Schlüssel da unten. Dafür. Muss ich die Lasersa ausmachen. Du bist für das Sprungding zuständig. Dich brauche ich am Ende. Du bist zuständig für. Das Ding und du bist für den obersten Laser zuständig. Ja, dann machen wir erstmal den oberen Laser aus. Hä, was bringt mir dieses, dass die Räume grün machen? Ja, drüben überhaupt nichts. Doch, ich kann mich umbringen und dann. Bleibt das so. Okay, ich muss kombinieren, was ich zuerst machen muss. So, die beiden runterfahren ist doof, weil dann gehen die Laser an. Den muss ich zuletzt machen, den Raum. Das heißt, als erstes muss ich, beziehungsweise jetzt muss ich dann den hier anmachen. Vielleicht ist es doch keine Frage der Reihenfolge, weil ich ja zwei freezen kann. Hallo? Achso, zu steil der Winkel. Oh. Hier brauche ich die Kiste. Ich habe gesagt, da brauche ich die Kiste. Willst du mich eigentlich jetzt? Kann ich das Level einmal resetten, bitte? Danke.
Und das auch einmal resetten. Einmal alles zurück, bitte. So, erst muss ich den Laser ausmachen. Das war schon mal richtig. Denn wenn ich den Laser ausmache, kann ich die Kiste holen. So, mit der Kiste kann ich den hier anmachen. Okay, ich habe einen Plan. Kiste schieben. Diesmal ist das Bounce-Ding noch aus. Bounce-Ding ist aber aus, ne? Manu, die Schlüssel soll hier liegen bleiben. Jetzt ist nämlich die Kiste wieder da oben. Das ist sehr wichtig und richtig, denn jetzt kann ich den Laser wieder anmachen. Den Schlüssel aus dem Raum raus. Ich weiß wie. Jetzt gehe ich hier rein. Aktiviere das Bounce Pad. Geh wieder raus. Resette das ganze Ding. Boah, ist das kompliziert! Geh hier rein, hol den Schlüssel. Geh auf das Bounce Pad, zack, mach die Tür auf. Und schieb die Kiste da durch. Reicht eine Kiste nicht hier? Nein, natürlich nicht. So, die andere Kiste ist hier. Mal gucken, wo die hier ist. Wo bin ich? Da bin ich. Okay, damit mache ich den Boden auf. Das bringt mir jetzt erstmal nicht so viel. Damit mache ich den Laser aus, aber den Boden auf. Was bringt mir das dann?
Ich muss definitiv als erstes in diesen Raum, weil ich habe keine andere Wahl, weil ich habe keine andere Tür. Diese Tür hier wird mir nichts bringen, weil dafür muss er die Kiste unten haben. Hoch kann ich nicht. Der Raum fällt raus. Hier würde ich einfach in den Laser reinspringen. Der Raum fällt also auch raus. Den Hebel hier muss ich erst umlegen, wenn die Box auf dem gestrichelten steht. Also, let's go. So. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt gehe ich in den Raum rein. Mach Pause, während ich falle. Und resette den. Dann kann ich mit der Leiter hier hingehen. Die Kiste dahin schieben, wo ich brauche.